Einen wunderschönen und herzlich willkommen in unserer wunderschönen Stadt Canberg in Cities Skylines. Ja, unser neues Gebiet hier entwickelt sich und mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen, die wir hier bauen sollten. Ich habe jetzt mal hier die Nacht für euch übersprungen, weil in der Nacht wäre jetzt hier eh nicht viel passiert. So, ich hätte jetzt hier gerne eine große Polizeistation und bin der Meinung, dass wir die jeweils an diese Straßenseite und die Feuerwehr an diese Straßenseite bauen. Und hier nebendran diesen kleinen Dings können wir benutzen für einen Parkweg oder so. Jeweils. Da bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass wir das brauchen werden. Strom haben sie noch nicht, genauso wie hier dieses eine Windrad einfach nicht ausreichen möchte. Aber das werden wir auch gleich ändern. Wir haben nämlich hier immer noch ein bisschen Bürobedarf, immer mal wieder mehr, mal weniger. Und zumindest hier an der Hauptstraße entlang will ich ja sowieso die Büros haben. Ansonsten habe ich mir noch ein paar Sachen überlegt, die werden aber auch noch ein bisschen dauern, bis wir die umsetzen. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, Nee, Quatsch. Ich möchte, wir haben ja schon gesagt, hier machen wir dann dichtes Gebiet. Was wir hier drin machen, weiß ich noch nicht so ganz. Hier hätte ich mir überlegt, hier könnte ich theoretisch ein, ich mache hier mal ein Stadtgebiet hin, ne? Das machen wir mal ziemlich genau. Denn bei dem Stadtgebiet will ich tatsächlich nicht unbedingt, dass das hier auf der anderen Seite kommt. Aber ich glaube, wenn ich das so an die Straße setze, dann haben wir das auf beiden Straßenseiten. Da muss ich dann noch das Zoning ein bisschen anpassen oder was anderes hinbauen. Es geht mir auf jeden Fall darum, ich habe mir gedacht, hier haben wir dieses Schulzentrum und die Industrie. Warum nicht hier noch ein Hightech, ein IT-Cluster hinbauen. Bin der Meinung, dass das hier nicht der schlechteste Ort für ein IT-Cluster ist. Deswegen machen wir das hier mal gerade mal. Bitteschön, IT-Cluster. Ich muss dann halt nur noch irgendwann das Zoning hier ein bisschen anpassen. Wobei, hier kommt natürlich auch, ihr werdet schon erraten haben, ein Park hin. Und da habe ich mir gedacht, der kann da hier so ein bisschen, letzten Endes kann der hier überall irgendwie so ein bisschen lang gehen. Habe ich hin. Ach so, ich habe hier schon mit einem Park angefangen. Ja dann. Das habe ich irgendwie gerade. Ich habe da nur gerade das Zoning gesehen und gedacht, ah ja, das ist das IT-Cluster. Aber das ist ja gar nicht das IT-Cluster. Das ist ja gar nicht das IT-Cluster. Ja, komm, den lassen wir bis hierhin durchgehen. Erstmal, aber unser Bedarf an Industrie, der sinkt jetzt gerade. Kommerzbedarf haben wir momentan noch gar keinen. Es ist übrigens der Parkpark. Ich mag den Parkpark. So, ich sag das viel zu häufig. Deswegen schauen wir mal, wir haben hier diese Forststraße, die kann ich jetzt mal noch ein bisschen erweitern.
Momentan habe ich halt hier bei nichts irgendwie einen großartigen Bedarf, deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wo wir genau weiterbauen werden. Jetzt einfach hier so. Ja, warte mal, ich nehme hier mal ein Stück weg. Und würde sagen, gehen hier so ran. Da haben wir jetzt zwar ein paar Bürogebäude verloren, aber für das, was dann hier in dieser Straßenseite kommt, an Wohngebiet, glaube ich, absolut in Ordnung. Und ich denke, dass wir mit dem hier auch gerade anfangen werden, uns die nächsten Einwohner in die Stadt zu holen. Hier würde ich wieder, also zumindest diese kleinen am Wasser würde ich mit so lösen, mit diesen kleinen Wohnhäusern. Hier muss ja theoretisch noch eine Straße rein. Dann brauchen wir hier noch Verbindungsstraßen. So, hier noch eine. Und hier oben habe ich echt keine Verbindung. Das müssen wir ändern. So. So, jetzt haben wir hier auch Verbindungsstraßen. Jetzt können die hier einziehen und dann hier. Vielleicht mache ich auf die Seite tatsächlich wieder Dichte, Dichte. Dafür nehmen wir aber vielleicht mal. Genau, ich lasse die jetzt hier einfach so reingehen, ohne dass wir hier die Bürokomplexe kaputt machen. Hier wird es ja eigentlich fast lohnen, wenn hier auch eine Straßenbahn lang geht. Weil das Problem ist, wenn wir das hier ausbauen, das schauen wir uns mal an, wie wir das lösen. Na komm. So baust du mir in das Ding rein. So nicht. Ja, ich glaube, das ist noch. Vielleicht kann ich dir hier unten noch mit einem Fußgängerweg verbinden, jeweils. Tja, der Wohnbedarf ist da, aber es. Na doch, sie ziehen langsam ein. Das kommt weg. Und dann machen wir hier auf der Innenseite, machen wir die Hochhäuser. Und hier weiterhin Büros. Die sollen hier immer auf diese Hauptstraße hier kommen. Oh, verdammt, ich wollte doch hier. Okay, dann vielleicht nicht. Ich will ja, muss ja irgendwo noch die Straßenbahnstation hinbauen.
Also das Depot. Aber das ist schwachsinnig, wenn ich das so mache. Da stimmt der Mörder auch zu, oder? Es ist schwachsinnig, ein eigenes Depot dafür zu bauen. Das Problem ist nur, selbst wenn ich doch diese Straße benutze, die haben, soweit ich weiß, einen Gehweg. Genau, die haben einen Gehweg. Deswegen will ich das eigentlich ungern hieran verbinden. Oder so irgendwie. Wäre eine Möglichkeit, die Straßenbahn dann hier so durchzuschlängeln, dann brauchen wir kein extra Depot. Wir müssen das zwar nicht miteinander verbinden, aber gerade diesen Park hier würde ich schon gern mitnehmen. Oh, der braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen was, damit er später upgraden kann. Weißt du was, wenn wir doch hier irgendwo so ein bisschen mitten im... Naja, wir sind ja hier nicht mitten im Nichts, aber... So, und hier... Geben wir dem mal hier noch einen Kaffee. Warte mal, vielleicht reicht's ja schon. Dann lassen wir das so. Nee, reicht noch nicht. Ups. Aber es ist ja jetzt nun mal so. Platz haben wir in dem Park hier. Guck mal hier. Klettergerüst. Machen wir hier noch an Dings. Dann machen wir hier noch irgendwas Schönes hin. Guck mal, ich brauche doch hier diese Stromleitung nicht mehr. Also auf die brauche ich keine Rücksicht nehmen. Dann Park. Zack. Und davon gegenüber machen wir nochmal einen Parkcafé. Oder auch nicht. Machen wir es hier nebendran. Machen wir es hier hin. Dann können die Leute hier ihre Kinder abliefern. Und jetzt müssen wir vielleicht sogar schon... Jawohl, jetzt haben wir es. Dann... Ihr wisst ja, was kommt. Hier ist mir halt die Baumdichte definitiv noch nicht hoch genug in dieser Ecke. Ja. Ich hätte halt wirklich die Befürchtung, dass die dann alle... völlig verbotenerweise... hier lang... laufen. Warte mal, kann ich bei der Fahrzeug... Nee, ich kann bei der Fahrzeugbeschränkung nur Fahrzeuge beschränken, ne? Ja, siehste, das funktioniert bei der Straße schon gar nicht. Weil ja keine Fahrzeuge drauf laufen. Verdammt. Schauen wir mal. Was mich mal interessieren würde, das probiere ich mal gerade aus. Wenn ich jetzt hier einfach so baue, dann kriege ich hier haltig bestimmt hin.
Also da habe ich momentan absolut keinen Bedarf nach. Ich baue sie trotzdem mal hin. Ich will, dass der Strom hier endlich überspringt. Vielleicht haben wir ja irgendwann Glück und es passiert was. Ansonsten kommen hier. Oh, hoch. Entschuldigung. So, dann gucken wir mal, was hier passiert. So, schauen wir mal. Ich kann das ja immer noch abreißen, wenn sich die Einwohner hier nicht benehmen. Und ich muss hier sowieso ein bisschen komisch fahren. Und da muss natürlich das hier noch geupgradet werden. So. Wehe, fängt er jetzt an zu laufen. Ich brauche das Geld. dann schauen wir mal. Bäume? Nee, ich baue jetzt erstmal noch die Straßenbahnlinie. Ich glaube, die muss sein. So an ein paar präsente Punkte. Ja, eigentlich müsste ich die ja immer so bauen. Ich baue die jetzt einfach mal hier immer in so einem einigermaßen regelmäßigen Abstand. Dann schauen wir mal. Machen wir noch die entgegengesetzte Richtung. Und alles ist wieder am Upgraden. Sehr schön. Ich finde das lustig, wenn ich hier von der Strecke oder sowas abweiche oder von der Fahrspur abkacke. Ah, dann nimmt er hier so einen Schlenker. Das wäre natürlich schon transporttechnisch nicht schlecht, wenn sie da diesen Schlenker machen würden. Aber boah. Tja, was soll ich sagen? Ich will, dass ihr durch den Park läuft. Siehst du, das hier ist eigentlich eine Untat. Eine Untat ist das. Naja, ich schau mal, wie das da wird. Ich frage mich auch, wann die ersten Straßenbahnen hier ankommen. Das dauert ja jetzt einen Moment, bis die hier runtergefahren ist. Die muss ja dann von hier oben aus dem Depot kommen. Oh, ich liebe diese Ansicht, wenn sie sich hier durch diese Parks. Durch die Parks quetschen. Durch die Perke, ja. Ach so, genau. Dann wollte ich noch eine Stadtpolicy setzen. Förderung des Fahrradfahrens. Ich will noch ein paar andere setzen, aber die will ich erst ein bisschen später setzen. Ich will zum Beispiel, wir haben ja hier noch Hightech-Häuser.
Und das erhöht dann halt den Bodenrichtwert noch mal ein bisschen. Und wenn ich mir hier den Bodenrichtwert so anschaue, wo war denn das hier? Nee. Ich finde den Knopf nie. Nee, das ist Geländehöhe. Ach komm, lass mich in Ruhe mit deinem Berater helfen. Nee, du bist Freizeit. Zack, Heizung. Nee, das muss ja, wenn dann du, oder? Nee, das sind die Stufen. Ach komm, nerv mich doch nicht, du Berater. Gesundheit, Wind, Verschmutzung, Lärm, blablabla. Achso, wie wär's mit dem Dollarzeichen? Also, das Gute ist, wir haben hier selten irgendwo, ich glaube sogar in den Wohngebieten, nirgends weiß. Ich weiß aber auch nicht, ob das geht, aber wir sind so mittelmäßig. Und ja, da wollen wir mal schauen. Also wenn ich dann noch irgendwann die Hightech-Häuser setze, wird das bestimmt auch nochmal interessant. Aber das passiert noch nicht. Da will ich erstmal noch ein bisschen Geld ansparen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das zu teuer ist für unsere Stadt. Vielleicht probieren wir das aber auch mal in der nächsten Folge aus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.